Идите на место. Обратно на патруль. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Hayden. Sie sind schon im Lager. Die Würfe sind gefallen. Wird das Zeug echt nicht durch die Luft übertragen? Nein, doch selbst wenn, hält Ihre Dosis noch weitere 6 Stunden. Also weiter. Legen Sie die Ladungen und dringen Sie ins Gebäude vor. ABC-Schutzmaßnahmen sind lebensnotwendig. Bitte sofort den befehlshabenden Offizier melden. Überprüfen Sie den Sitz Ihrer Maske. Wenn Sie glauben, einen Infizierten gefunden zu haben, kehren Sie sich ihm nicht und helfen Sie ihm nicht. Der Stoffwechsel des Infizierten ist erhöht und die Außenhaut verhärtet. Das Fleisch wird mit der Zeit immer härter, weshalb entschlossen gehandelt werden muss. Enteron ist eine effektive Zusatzwaffe. Es ist für Gesunde bei Einatmung leicht reizend, lähmt oder tötet aber infizierte Zielpersonen je nach Dosis.
Hallo, Victor. Ach, zum Glück, du bist hier. Er hat irgendwie von meiner Nachricht Wind gekriegt. Ich will nur wissen, wo Messner steckt. Das Militär von Lasria arbeitet jetzt für ihn. Sie schicken einen Hubschrauber. Aber hör mir zu, er versucht ins Gewölbe zu kommen und dann kannst du... Es ist vorbei. Gut. Es war zu gefährlich, ihn rauszuholen. Das Infektionsrisiko war zu hoch. Mir brummt der Schädel. Reißen Sie sich zusammen. Wenn Messner das infizierte Gewebe aus Lasria fortschafft, verbreitet es sich wie... Ich will das einfach nur hinter mich bringen. Dann finden Sie Messner. Er ist der Anstifter. Machen Sie ihn kalt. Thank you.
unmöglich. Was haben Sie dir erzählt? Was haben Sie dir erzählt, Hayden? Sie sagten, du seist verrückt geworden. Dasselbe haben sie von dir behauptet, oder? Labil, gemütskrank, nicht einsatzfähig. Trotzdem haben sie dich geschickt, obwohl du am Ende bist. Halt! Halt! Kennst du die Lotusblume? Eine seltene Schönheit, die auch im Schmutz und Moder wächst. Du selbst stirbst dabei natürlich. Denke ich zumindest. Marlow. Marlow 1. Oh, Mist. Reden Sie. Wir haben Sie auf der Notfrequenz. Ich bin infiziert. Ihr Gegenmittel, es wirkt nicht. Beruhigen Sie sich. Ist Messner tot? Vielleicht. Die Ladungen sind hochgegangen. Haben Sie gehört, die Dosis war wirkungslos. Ziehen Sie mich ab. Gleich das ABC-Team zusammen. Sie müssen weitermachen. Treffen Sie sich mit unserem Schläfer, Agent Jago Menzik, am Beobachtungsposten auf dem Dach der Hafenbehörden von Nasria. Er hat noch mehr Gegenmittel. Nehmen Sie ein paar Einheiten. Das wird reichen, bis wir Sie rausholen können. Bewegen Sie sich entlang der Küste Richtung Norden. Meine ganze Ausrüstung ist weg. Dann improvisieren Sie. Darin waren Sie immer gut. Ein dreckiges Schwein!
Sie sind alle tot! Sie wurden verbrechen! Mist! Oh, oh, oh. Wir haben die Todesstrafe. Bringen Sie sich selbst und Ihre Angehörigen rechtzeitig in Gefahr!
Waffe runter, Solnischka. Iago, du hast was für mich? Ja, und zwar die neuesten Befehle vom Chef. Ich habe auch dafür gesorgt, dass du Waffen und Sprengstoff bekommst. Lass stecken. Auch wenn du es nicht nehmen willst, du hast keine Wahl. Das verlangsamt die Infektion und verschafft dir Zeit für die Mission. Dann zeig mal, was du hast. Durch deine Hafenexplosion sind die infizierten Geiseln Messners freigekommen. Messner will sie wahrscheinlich wieder rauslocken und durch seine lasrianischen Gangster fangen lassen. Viktor Sudek hat ihm einen alten sowjetischen ULF-Sender repariert. In den 80ern wurden damit Infizierte angelockt. Wie die Motten vom Licht. Nadja. Hörst du mir zu? Der Sender befindet sich in einem alten Bunker in den Katakomben von Lasria. Du kannst durch die Kirche Amabilis Zurium rein. Du musst Messners Operation vereiteln, indem du den Sender zerstörst. Nimm das Satellitentelefon. Wie soll ich den Sender zerstören? Nimm das hier mit nach unten. Man wird dir den Sprengstoff geben, den du brauchst. Auch Waffen, ohne Regler. Wenn der Preis stimmt. Wenn die Welt untergeht, schwimmen die Ratten weiter. Ich hoffe, die Kanäle werden nicht zu ungemütlich. Thank you.
zu, Yankee. Bleib auf deiner Seite von Gitter wie Affe im Zoo. Ah!
Thank you.
Art Erschütterung gespürt. Das ist der Sender, den du suchst. Wesner hat ihn aktiviert. Er sendet Ultrakurzwellen aus. Wir haben diese Wellen im Kalten Krieg verwendet, um mit U-Booten zu kommunizieren. Der Sender diente ursprünglich nicht zum Anlocken? Nein, aber irgendwie können die Infizierten die Wellen spüren. Du also wahrscheinlich auch. Die Wellen sind stärker als die von 1987. Messner will die ganzen Alten anlocken. Er hat die Straßen gesperrt und Engpässe geschaffen. Seine Truppen warten auf dich, Solnischka. Sie lauern den Infizierten auf und wollen sie töten. Finde den Eingang zum Schwarzmarkt. Halt Ausschau nach der Lotusblüte. Wenn das nicht mein Lieblings-Halb-Monster-Halb-Mensch-Kunde ist. Okay.
Alle Zivilisten sind als infizierte feindliche Objekte zu behandeln. Finale Todesschuss wird zum Antreffen mit der verbleibenden Bevölkerung freigegeben. Zivilisten sind als infizierte feindliche Objekte. ABC-Schutzstufe 4. Alle Stadtbereiche wurden als verseucht erklärt. Alle Zivilisten sind als infizierte feindliche Objekte zu behandeln. Finaler Todesschuss freigegeben. Sind als infizierte feindliche Objekte zu behandeln. Finaler Todesschuss wird Zusammentreffen mit der verbleibenden Bevölkerung freigegeben. Objekte zu behandeln. Finaler Todesschuss wird Zusammentreffen mit der verbleibenden Bevölkerung freigegeben.
Lage! Alle Stadtbereiche sind unsicher. Alle Zivilisten sind als infizierte Objekte zu behandeln. Finaler Todesschuss für Zusammentreffen mit der verbleibenden Bevölkerung freigegeben. Schutzstufe 4. Alle Stadtbereiche wurden als verseucht erklärt. Alle Zivilisten sind als infizierte feindliche Objekte zu behandeln. Finaler Todesschuss für Na, schon verstanden, wie der Kapitalismus läuft?
Alle Einheiten zur Ausstattung mit ABC-Ausrüstung antreten. Magnetregler müssen bei allen Waffen aktiviert sein. Die Gruppenführer sind für die Sicherheit ihrer Leute verantwortlich. Folgen Sie den Schutzmaßnahmen. Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz der Maske und die Waffenregler. Ein kleiner Fehler kann Sie und Ihre Leute das Leben kosten. Thank you.
Thank you.
zeig mal, was du kannst! Thank you.
Genauso hatte ich mir unser nächstes Treffen vorgestellt. Hallo, Nadja. Du machst dich einfach aus dem Staub und lässt mir eine Waffe da. Doppelter Genickschuss. So wie du es immer machst. Du wirst gesucht. Du kannst aber immer noch abhauen. Ich verrate nichts. Sie wollen nur Messner. Der Alte ist völlig durchgedreht. Gut, wenn sie dir das gesagt haben, ist dieser Job ja genau das Richtige für dich. Du kennst dich mit dem Durchdrehen ja aus, oder? Du hast wohl recht. Ich will, dass du sagst. Du hattest keine Befehle. Du hast auf eigene Faust gehandelt. Ich dachte, ich wusste, dass sie sterben müssen. Ich wusste, dass sie krank waren. Gütiger Himmel, Hayden, sie waren nicht krank. Nein, ich bin krank. Rück ab. Wir kämpfen für die Gerechtigkeit, nicht aus Rache. Also hilfst du Messner beim Schmuggeln der Biowaffen? Für die Gerechtigkeit? Du kapierst schnell. Du bist eine Freundin von mir. Im Lande. Mir platzt gleich der Schädel. Geben Sie sich die doppelte Dosis. Der Sender ist hin, aber Messner ist noch da draußen. Er hat starke militärische Unterstützung. Hatten Sie Kontakt mit den Überläufern? War Nadja da? Nein. Nein, Sir. Ich glaube, ich kann da oben ein paar Camos hören. Er will immer noch um jeden Preis die Infektion verbreiten. Wenn er daraus Profit schlagen will, wird er Antikörper bereithalten. Okay, wohin fliegen die Hubschrauber? Zu einem nicht zugelassenen Minifrachter, der hier in der Nähe vor Anker liegt. Sollte 5 Meilen südöstlicher Position sein. Holen Sie sich eine Probe von der Ladung und zerstören Sie den Rest.